habe mir einen Drucker gekauft und zwar ist das ein HP LaserJet M110W, anscheinend der kleinste Drucker in seiner Klasse oder so. Und wir packen den mal aus zusammen heute. Zunächst muss hier die Folie weg. Die orange, die kann man einfach abziehen. Den Rest, ja, kann man mehr oder weniger gut aufreißen. Und dann packen wir das gute Stück mal aus seiner Umverpackung. Und dann soll, glaube ich, als nächstes die Transportsicherung weg. So, und das ist wohl zum Beispiel die hier. Und da können wir schon so was aufklappen. Dann ist das die hier. Kommt gleich so ein Styroporstück noch mit raus. Da ist noch mehr Zeug drin, was raus muss. Dann weiß ich nicht, ob hier oben noch was drin ist, ob man hier noch was aufklappen kann. Scheinbar nicht. Also es geht jetzt wirklich erstmal hier rum. Und als nächstes soll die Tonerkartusche aus dem Drucker entfernt werden. Die kann man anscheinend einfach rausnehmen. Dabei soll die Trommelwalzenfläche nicht berührt werden. Okay, das wird jetzt spannend. Wie geht hier die Tonerkartusche raus? Aha, die kann man so nach vorne ziehen, glaube ich. Ah, und dann nimmt man die tatsächlich einfach raus. Sieht dann so aus. Ich stelle die mal hier ab. Seht ihr noch was? Na, so knapp, glaube ich. Gehen wir ein Stück weiter weg. So, die Corona-Kartusche ist draußen. Trommelwalzenoberfläche nicht berühren. Entfernen Sie die orangefarbenen Führungen und das Klebeband und ziehen Sie an der Lasche, um die Schutzfolie zu entfernen. Also das hier soll weg und die darf ich nicht berühren, die Walze. Und hier links ist noch was. Das soll man einfach rausziehen und dann war es das. Die Kartusche soll wieder zurück. Ich glaube, die war so ungefähr drin. Ich glaube, das war es schon. Das ging erstaunlich einfach. Ja, so kann man die rausnehmen und auch wieder einbauen. Sehr schön. Dann klappen wir das Ganze zu und im nächsten Schritt sollen wir das jetzt anschließen. Dazu muss ich erstmal meinen Schreibtisch sauber machen und dann sehen wir uns wieder. Bei der Gelegenheit kann man hier gerade auch mal ein bisschen sauber machen. Das ist auch längst schon wieder fertig. Der Effekt ist jetzt, dass die Hälfte vom Schreibtisch sauber ist und die andere Hälfte nicht. Aber für den Aufbau des Druckers ist das jetzt erstmal gut so. Und als nächstes sollen wir dann den Netzstecker einstecken und den Drucker anschalten. Es sind interessanterweise zwei Netzsteckerkabel dabei. Das andere hier dürfte, weiß ich nicht, italienisch sein. Also Drucker anschließen. Dann soll man den einschalten. Da tut sich schon was. Der ist ziemlich laut. Okay, das hat zum Glück jetzt aufgehört. Interessant. So, dann sollen wir eben das Papierfach öffnen, das obere Fach öffnen und den sogenannten Tray Extender rausziehen und dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Dann brauchen wir Software für den Drucker. Ach so, Papier soll noch rein. Jo, also wir brauchen DIN-A4-Papier. Das hier, habt ihr gesehen, kann man so an den Seiten wegschieben. Dann das Papier und das sollen wir an den Seiten jetzt justieren quasi. Dass da nichts verrutscht. Ich glaube, das war's. Jetzt, wie gesagt, Software suchen. So, im nächsten Schritt sollen wir jetzt die HP Smart for Desktop App runterladen. Die gibt's im App Store. Nachdem das Ganze geladen ist, können wir es über das Launchpad starten. Als
Erstes müssen wir, weiß ich nicht, Werbung und so weiter zustimmen oder auch nicht. App-Analyse, nein, nein, nein. Weiter. Neuen Drucker einrichten. Wählen Sie einen Drucker zum Hinzufügen aus. In dem Fall dürfte das der neue Drucker sein. Drucker werden gesucht. Ethernet-Kabel oder Wi-Fi. Ich bin nicht mal sicher, ob ein Kabel beiliegt, ehrlich gesagt. Muss ich mal noch genauer suchen. Schalten Sie den Drucker an, stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche, verbinden Sie Ihr Gerät mit einem WLAN-Netzwerk. Aktivieren Sie Ordnung und Bluetooth auf Ihrem Gerät und erlauben Sie den Zugriff, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Da ist der Drucker. Von mir aus auch der aktuelle Ort. Und jetzt wird das WLAN Kennwort benötigt. Als nächstes soll ich die Wi-Fi-Taste auf dem Drucker drücken. Kurz. Drucker gefunden, Drucker vorbereitet, IP-Adresse besorgen. Das dauert einen Moment. Abschließen der Verbindungsherstellung. Gerät und Druckerverbindungen werden hergestellt. Als nächstes beginnt die Einrichtung des Druckers. Dann können wir die Mitteilungen konfigurieren. Verbundene Druckdienste, optionale Daten ablehnen. Da mache ich kurz einen Prozess. So, da muss ich mir jetzt wohl ein Konto erstellen. Dann wollen die Handynummer, das überspringen wir selbstverständlich. Automatische Aktualisierung. Mit diesem Gerät kann jetzt gedruckt werden. Wählen Sie Drucken, um eine Testseite zu drucken. So, ich glaube, das war's. Mehr brauche ich nicht. Der Drucker ist bereit. Es wird mir ein Füllstand angezeigt. Der Testdruck hat geklappt. Congratulations. Es hat funktioniert und damit bin ich erstmal raus. Wie das jetzt mit der Tinte funktioniert und ob sich der Drucker im Tagesgeschäft bewährt, ob der so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Zu all dem werde ich irgendwann nochmal ein zweites Video machen. So, dann erlaube ich das auch noch. Hintergrundobjekte hinzugefügt. Für dieses Video soll es das dann aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Habt ihr so einen Drucker? Was sind eure Erfahrungen damit? Plant ihr euch einen neuen Drucker zu kaufen? Hinterlasst mir gerne auch ein Abo oder ein Like. Glocke drücken nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.